letzten Sonnentage sind den Blumen im Park gut bekommen. Die meisten Blüten erholen sich sehr schnell von den Regenperioden. Die meisten Besucher schätzen die Vielfalt im Park. Es gibt kontrollierte Wildnis an den Teichufern und Beete mit Sonnenblumen und Stauden. Besonders attraktiv zu dieser Jahreszeit sind auch die zahlreichen Hortensiensorten, die man im Park an vielen Stellen findet. Die Attraktivität des Parks spricht sich rum. Bei den Gruppenreisen beträgt der Zuwachs fast 60%. Wer eine Familien- oder Betriebsfeier vorbereitet, findet ein neues Video auf Naturagart.tv. Jetzt ist die Zeit, in der man gern Obst und Beeren erntet, wenn andere nicht schneller waren. Einen idealen Schutz bietet das engmaschige Universalnetz von Naturagart. Man kann es im Herbst als Laubschutz für den Teich verwenden, einen guten Zusatznutzen gibt es allerdings auch zu dieser Zeit. Oft reicht es aus, das Netz lose über die Beerensträucher zu legen. Wer systematischer betreiben möchte, der kann sich mit den DecoGuard-Profilen ganz einfach eine Pflanzenabdeckung bauen. Die Profile gibt es fertig gebogen bei Naturagart. Sie werden ganz einfach zusammengesteckt und miteinander verbunden. In der Naturagart-Gärtnerei sind große Flächen des Baumschulbereiches damit ausgerüstet. Darunter überstehen die Gehölze sicher den Winter. Das Netz kann ganz einfach mit einer Gummischnur befestigt werden. Das enge Gewebe hält zuverlässig die wichtigsten Schadinsekten ab und während der Erntezeit natürlich auch die Stare und Amseln. Das Thema wird derzeit mit aktuellem Videomaterial neu aufbereitet. Nach einem allgemeinen Einführungsvideo gibt es jetzt zwei weitere, die das Aufkleben der Verbundmatte und die Schnellbautechnik mit einer Putzmaschine detailliert beschreiben. Die unverändert guten Sichtweiten von etwa 6 Metern sorgen für reichlich Tauchbetrieb. Die weitläufige und unübersichtliche Unterwasserlandschaft sorgt dafür, dass sich die Taucher unter Wasser nur selten treffen. Tauchkurse finden inzwischen fast an jedem Wochenende statt. Interessante Gäste waren jetzt 24 Freitaucher, die minutenlang unter Wasser die Luft anhalten können. Diese neue Entwicklung im Tauchsport hat auch noch ein besonders dekoratives Hobby hervorgebracht. An vielen Stellen kann man sich als Meermädchen ausbilden lassen. Der Schwimmstil erinnert an Delfine. Im Tempelbereich des Naturagart-Parks gab es eine Vorführung und auf Naturagart.tv gibt es zu dem Thema ein neues Video. In vielen Teichen werden fast alle Seerosenblätter angenagt. Typische Zeichen sind solche gangähnlichen Spuren. Verursacher sind wenige Millimeter große Seerosenblattkäfer. Die Larven leben auf der Oberseite und fressen die typischen Muster in die Blätter. In einem neuen Video auf Naturagart.tv sehen Sie, was Sie dagegen tun können.